Kundinnen und Kunden von Kraft tut gut, liebe Teilnehmerinnen von Pilates. Im heutigen Video werde ich mit euch eine ca. 30-minütige Pilates-Lektion machen und freue mich, wenn so viel wie möglich daheim mitmachen. Für die schon bei mir in der Lektion gesehen sind, wir machen dort weiter, wo wir vor der leider aufgezwungenen Pause aufgehört haben. Gut. Wir starten im Stehen. Du nimmst Position ein, sodass deine Füße hüftbreit positionieren, sodass zwischen deinen Füßen noch mindestens ein Fuß Platz hat. Kommst mit der Einatmung, einmal mit den Armen über den Kopf, mit der Ausatmung kannst du deine Hände über die Seite absenken, kannst deine Augen schließen und nimmst eine gute Position ein. Du musst dich darauf achten, dass das Gewicht gleichmässig unter deinem Grosszehenbauen, deinem Kleinzehenbauen und deiner Ferse verteilt hast. Machst deine Knie weich, tust dein Becken aufrichten, ziehst mit deinem Steißbein hinten lang Richtung Boden, machst deine Wirbelsäule lang. Stell dir vor, du hast wie einen Faden, der dich an deinem Hinterkopf lang zieht, Richtung Dilli. Kannst einmal deine Schultern hochkreisen, Richtung Ohren und hinten deine Schultern auf deinem Brustkorb absenken. Du musst einatmen durch deine Nase und lässt Luft durch dein Licht geöffnet und entspannten Mund ausströmen. Lass deine Stirn, deine Wangen, deine Lippen weich werden. Nimmst einen tiefen Einatemzug durch deine Nase. Du musst ausatmen durch dein Licht geöffnet und entspannten Mund. Bei der Einatmung spürst du, wie sich dein Brustkorb ausdehnen auf die Seite, wie sich deine Lungen mit Luft füllen. Mit der Ausatmung spürst du, wie sich dein Brustbein wieder senken, deine Rippen schliessen. Einatmen, dein Brustkorb sich öffnen, deine Zwischenrippenmuskulatur wird dehnen. Ausatmen, dein Brustkorb sich schliessen. Mit der Einatmung machst du dich lang. Ziehst vom Scheitelpunkt hoch Richtung Dilli. Mit der Ausatmung tust du dich gut mit den Füßen im Boden verankern. Du hast Erde. Einatmen. Machst dich lang. Brust tut sich öffnen. Brustbein tut sich heben. Mit der Ausatmung tust du gut Gewicht mit den Füßen im Boden geben. Dein Brustbein tut sich senken. Einatmen. Öffnen. Spürst, wie sich dein Brustkorb öffnet, wie sich deine Rippen öffnen. Mit der Ausatmung probierst du Länge und Höhe zu behalten. Der Rippenbogen tut sich wieder schliessen. Mit der nächsten Ausatmung gehst du mit der Aufmerksamkeit zu deinem Unterbauch. Du hast einatmen und mit der Ausatmung tust deine tiefe Bauchmuskulatur aktivieren. Transversus abdominis, die tiefe Bauchmuskulaturschicht wird aktiv. Stell dir vor, du ziehst die Schambein leicht Richtung Bauchnabel mit der Ausatmung und ziehst deine Bauchdecke leicht zurück. Einatmen, kannst wieder lösen. Mit der Ausatmung tust du noch eine Spannung aufbauen. Du musst mit der Einatmung deinen Brustkorb wieder öffnen. Mit der Ausatmung. Du musst Unterbauch spannen, Zentrum aktivieren. Du kannst auch deinen Beckenboden dazu nehmen, der gekoppelt ist mit der tiefen Bauchmuskulatur. Einatmen, lösen, ausatmen und eine Spannung aufbauen. Du musst ein bisschen Spannung behalten.
kannst langsam deine Augen wieder öffnen. Und kommst mit der nächsten Einatmung, mit deinen Armen über den Kopf, mit der Ausatmung, kommst du über die Seite zurück nach deine Hüfte. Einatmen, kommst vorne hoch, ausatmen, kommst über die Seite. Einatmen, Länge schaffen, zieh dich lang hoch Richtung Dilli, ausatmen, senken, einatmen, ausatmen, senken. Mach zwei weitere Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Mit der nächsten Einatmung kommst du hoch, kommst gleichzeitig auf die Zehenspitze. Ausatmen, kommst du auf die Schulterhöhe, tust dich in den Knie beugen. Einatmen, du strecken, Arme nach deine Hüfte bringen und wieder absenken mit der Ausatmung. Einatmen, kommst hoch auf die Zehenspitze. Ausatmen, Knie beugen. Einatmen, strecken, Arme senken, ausatmen, kommst mit den Fersen zurück auf den Boden. Carols Blie heisst die Übung, kommst hoch. Kommst in die Knie, Arme auf Schulterhöhe. Du musst dich strecken, ausatmen, senken. Mach zwei weitere Mal in deinem eigenen Rhythmus. Gut. Machst einen grossen Ausfallschritt auf die Seite, nimmst gleichzeitig deine Arme auf Schulterhöhe, tust deine Füße leicht nach aussen drehen. Kommst ein bisschen Knie, so dass deine Knie überhaupt von deinem Sprunggelenk sind. Du hast dich vom Becken her ein bisschen zurückkippen, stehst bei dir hinten Richtung Boden. Tiefe Bauchmuskulatur du aktivieren. Zieh ein Schambein Richtung Bauchnabel, Arme nimmst du auf Schulterhöhe. Gut, du kommst mit der Einatmung hoch, du hast dich strecken in den Knie, nicht ganz durchstrecken. Ausatmen, kommst wieder tief. Einatmen, kommst hoch. Ausatmen, senken. Denk daran, du dein Becken hinten halten, dass es auf der gleichen Ebene bleibt. Spannung behalten. Becken zurück in die Palte, tiefe Bauchmuskulatur, bleibt aktiv. Machst drei weitere in deinem eigenen Atemrhythmus. Da bleibst du mit dem Becken stabil, wenn du hochkommst und tief. Hoch und tief. Und das letzte Mal hoch und tief. Bleibst in den Knien. Haltest deine Arme auf Schulterhöhe ausgestreckt. Du hast noch gut deine Position kontrollieren. Du hast einatmen zur Vorbereitung. Mit der nächsten Ausatmung kommst du auf deine Zehenspitze, einatmen, senken. Ausatmen, auf die Zehenspitze kommen, einatmen, senken. Das ist gut, deine Spannung behalten, das Becken stabil behalten. Schultern sind schön weit weg von den Ohren. Denk an, deine Schultern sind abgesenkt auf deinen Brustkorb. Noch ein letztes Mal. Gut, wir bleiben da. Wir wollen die Übung kombinieren mit der vorherigen. Ausatmen, kommst du auf die Zehenspitze. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, Fersen senken. Noch einmal. Ausatmen auf die Zehenspitze. Einatmen, strecke in den Knie, bleibst auf der Zehenspitze. Ausatmen, absenken. Einatmen, kommst mit den Fersen zurück auf den Boden. Hoch. Mach zwei letzte in deinem eigenen Rhythmus.
Gut. Du haltest die Arme auf Schulterhöhe. Du musst dich abdrehen. Auf die Seite. Hast die Arme senken und kommst gleichzeitig in einen 90-90. Das heisst, du hast in deinem vorderen Knie 90 Grad Winkel und in deinem hinteren Knie 90 Grad Winkel. Gut. Nein, die Arme noch einmal hoch. Und wir kommen nachher mit der Ausatmung hoch. Einatmen, du musst dich senken, kommst wieder in 90-90. Ausatmen, strecken. Einatmen, senken. Ausatmen, hoch. Einatmen, senken. Probier auch hier wieder dein Becken zurück zu behalten. Du, deinen Oberkörper und deine hinteren Oberschenkel bilden wie eine Linie beim Absenken. Und stell dir vor, du wärst da wie zwischen zwei Spiegeln eingeklemmt und gehst schön senkrecht hoch und tief. Hoch und tief. Die Arme dazu nehmen. Hoch und tief. Zwei letzte. Gut. Kannst nachher hinteren Knie absenken auf der Matte. Deine Arme zurück nach Fuß hinten ablegen. Kannst die Hände auf deinen vorderen Oberschenkel positionieren. Und schiebst dein Becken leicht nach vorne. Kommst in eine Beugung von deiner vorderen Hüftmuskulatur. Gehst mit dem hinteren Fuß gut Druck in den Boden. Und wenn du die Dehnung noch ein bisschen verstärken möchtest, nimmst deine Arme dazu über den Kopf. Kannst mit deinem Blick den Finger folgen. Lass den Atem fließen. Probierst die Position für noch 2 bis 3 weitere Atemzüge zu halten. Stehung langsam auflösen. Kannst deine Hände zurücknehmen auf deinen Oberschenkel. Du hast hinten den Unterschenkel lüpfen. Zehen aufstellen. Nimmst die Arme nach deinen Körper. Und stossest dich. Nein, ist hoch. Kannst dich nachher wieder in die Mitte positionieren. Die Ausgangsstellung von der vorherigen Übung im Stand. Nimmst die Arme noch auf Schulterhöhe. Du musst die Knie absenken und kommst mit der Einatmung hoch, ausatmen, senken. Einatmen hoch, ausatmen, senken. Hoch, ausatmen, senken. Noch ein letztes Mal. Gut, wir bleiben da. Wir wechseln die Seite. Du drehst zu deiner rechten Seite und kommst auch hier in 90-90. Vorderer Knie hat wieder 90 Grad Winkel, das hintere Knie hat auch einen 90 Grad Winkel. Arme kommen noch einmal auf Schulterhöhe und wir machen das gleiche Prozedere noch einmal auf diese Seite. Kommst hoch mit der Ausatmung, nimmst die Arme über den Kopf, einatmen, senken, ausatmen, hoch, einatmen, senken. Du bist da wieder schön gerad, bewegst dich senkrecht hoch und tief. Ausatmen, kommst hoch, einatmen, senken. Ausatmen, kommst hoch, einatmen, senken. Und 2 letzte Mal. Und wenn du das nächste Mal tief kommst, kannst du mit deinem hinteren Knie Richtung Boden kommen. Kannst den Hinterfuß ablegen. Nimmst deine Hand auf den vorderen Oberschenkel. Schiebst dein Becken leicht nach vorne. Kommst in eine Dehnung von deinen rechten Hüftbeuger. Du musst mit deinem rechten hinteren Fuß gut Druck geben in den Boden.
Und du kannst deine Arme noch über den Kopf nehmen. Du kannst mit dem Blick deinen Finger folgen und den ich verstärken. Halt die Position für noch 3 weitere Atemzüge. Und langsam wieder zurück. Du kannst hinter den Unterschenkel lüpfen, deine Füße aufstellen. Nimmst die Arme neben deinen Körper und stossest dich wieder hoch, drehst dich zurück in die Mitte. Gut, wir gehen noch einmal tief. Hoch mit der Einatmung. Ausatmen, senken. Die 3 letzten Mal. Wenn du nachher da bist, kannst du abspringen mit deinem Bein, nimm es auf die andere Seite, hast wieder einen guten Stand, machst dich mit der Einatmung lang, ziehst vom Hinterkopf hoch Richtung Dilli, mit der Ausatmung kommst du in ein Rolldown, du bringst Knie Richtung Brustbein und lass Wirbel für Wirbel abrollen und deine Brustwirbelsäule. Dann kommt langsam deine Lendenwirbelsäule. Und erst ganz am Schluss rollst du mit deinem Becken mit. Kommst tief bis zu deinem eigenen Maximum. Du musst gut einatmen. Und ziehst dich mit der nächsten Ausatmung vom Becken her wieder hoch. Dein Steißbein zieht hinten Richtung Boden. Lass dich langsam aufrollen. Zuerst dein Becken, da kommt langsam deine Lendenwirbelsäule oben, bist noch ganz rund, du hast Brustwirbel für Wirbel und langsam den Kopf aufrollen. Wir machen das noch einmal. Du hast noch einmal einatmen. Schau dir vor, du machst dich lang mit der Ausatmung, kommst in eine Nickbewegung, kommst mit dem Knie Richtung Brustbein und jetzt tust du dein Zentrum ganz gut aktivieren, tust deinen Unterbauch spannen. Ziehst dein Schambein Richtung Bauchnabel und behaltest dein Becken so lange wie möglich aufrecht. Stell dir vor, du würdest wie über eine hohe Gartenzone rollen und musst versuchen, nicht anzukommen. Und erst ganz am Schluss kommt dein Becken mit, rollst tief bis zu deinem eigenen Maximum. Du musst einatmen und kommst langsam mit der nächsten Ausatmung hoch. Dein Steißbein zieht hinten runter. Stell dir vor, du hast hinten an deinem Steißbein wie eine Wurzel mit dem Boden verankert ist, wo dich langsam anfängt aufrollen. Lendenwirbel, Brustwirbelsäule und Kopf. Gut, kannst du deine Schultern 2-3 Mal kreisen. Sehr gut. Stellst dich an dein Mattenende. Kommst mit der nächsten Einatmung noch einmal hoch und mit der Ausatmung noch einmal in ein Rolldown. Kannst in deinem eigenen Rhythmus langsam Wirbel für Wirbel abrollen und so lange wie möglich aufrecht bleiben. Wenn du unten ankommst, bist du bei deinem eigenen Maximum. Du musst dich in deinen Knien leicht beugen, sodass deine Hände kannst auf der Matte positionieren kannst. Die Knie kommen Richtung Brust. Und jetzt tun wir hier mit der Einatmung strecken in unseren Knien. Mit der Ausatmung, du wieder leicht beugen. Einatmen, strecken. Du spürst Dehnung über deine hintere Oberschenkelmuskulatur. Ausatmen, beugen. Und du streckst einfach bis zu deinem eigenen Maximum. So weit wie du kommst. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken. Jetzt behaltest du die gestreckte Position, die Dehnposition für 3 Atemzüge. Lass den Atem fließen. Nimmst die Dehnung wahr. Über deine hintere Oberschenkelmuskulatur, über dein Becken. Vielleicht sogar über deine Rückenmuskulatur, was zieht. Und dann läufst du langsam mit deinen Händen nach vorne. Kommst in ein Inverted V. Ziehst mit deinen Fersen tief Richtung Boden. Mit deinen Händen nach vorne.
tust deine Matte mit deinen Händen ein bisschen auf die Seite rausschieben. Kopf ist zwischen deinen Oberarmen eingeklemmt. Streckst dich. Ziehst mit der Ausatmung mit deinen Fersen noch einmal ein bisschen mehr Richtung Boden. Dann kannst du langsam ein Knie nach dem anderen auf die Matte bringen. Kommst in eine Vierfüßlerposition, so dass deine Hände senkrecht unter deinen Schultern und deine Knie senkrecht unter deinen Hüften positioniert sind. Gut. Du tust mit der ersten Vorbereitung deinen Arm seitwärts ausstrecken. Dein Blick ist noch Richtung Boden gerichtet im Moment. Versuchst, dein Becken ein bisschen einzurollen, den Unterbauch spannen. Hast eine neutrale, verlängerte Lendenwirbelsäule. Und dann kommst mit der Einatmung unten durch, folgst mit dem Blick deiner Hand und stossest dich nachher hoch und kommst in eine maximale Rotation. Folgst mit dem Blick deiner Hand. Dein Becken bleibt neutral. Deine Wirbelsäule ist maximal rotiert. Kommst wieder unten durch tief. Darfst deinen Stützarm leicht beugen im Ellbogen und stossest dich hoch. Kommst unten durch mit der Ausatmung in eine maximale Rotation. Auch mit der Einatmung kommst du hoch, tust öffnen. Maximal öffnen, ausatmen. Kommst wieder unten durch und öffnen. Bis zu deinem eigenen Maximum. Kommst tief und öffnen. Spürst die Mobilisation in die Rotation in deiner Wirbelsäule. Kommst noch einmal. Und gut, kannst deinen Arm ablecken. Und du kannst gerade die Seite wechseln. Du kannst deinen anderen Arm seitwärts ausstrecken. Kommst unten durch. Du kannst den Ellbogen beugen. Und stossest dich hoch. Kommst in die maximale Rotation. Einatmen, strecken. Ausatmen, kommst tief. Und einatmen, maximale Rotation. Machst noch zwei letzte Mal. Denk dran, der Blick folgt in deiner Hand. Und der letzte. Kannst deinen Arm zurücknehmen. Kannst kurz mit dem Gesäß hinten absenken in eine Kindesposition. Kannst deine Arme vorne ausstrecken, deine Stirn auf der Matte ablegen. Für einen Moment entspannen. Und dann ziehst du dich langsam mit der Hand nach vorne. Laufst noch ein bisschen nach vorne und kommst in eine Bauchlage. Nimmst deine Arme neben den Körper, darfst deine Stirn auf der Matte auflegen, tust ein Bein nach dem anderen ablöpfen, ein bisschen verlängern, tust gut deinen Unterbauch spannen, Bauchdecke ein bisschen zurückziehen, Schambein Richtung Bauchnabel, so dass deine Lendenwirbelsäule kannst verlängern behalten. Cool. Dann tust du mit der Ausatmung beide deine Beine abheben vom Boden. Lendenwirbelsäule bleibt neutral. Du musst die Füße ein bisschen nach außen drehen, sodass die Fersen zusammenkommen. Lass den Atem fließen und dann fangen wir an mit den Fersen zu klappen. Hm?
stehen kannst auf der Matte behalten. Und wir nehmen dazu unsere Arme hoch. Du musst dann neben deiner Hüfte abheben. Jetzt kommst du mit der nächsten Ausatmung, kommst mit deinen Armen seitwärts über den Kopf, einatmen, kommst du wieder zurück nach die Hüfte. Ausatmen, kommst du über den Kopf, einatmen, zurück. Die Fersen tust du weiterhin rhythmisch lassen und Arme machen zu deiner zu deinem Atemrhythmus, Schwimmbewegung über den Kopf und zurück. Das ist koordinativ nicht ganz einfach. Schlag weit beibehalten und kommst mit der Ausatmung hoch. Und einatmen zurück. Ausatmen, kommst hoch, einatmen zurück. Dein Unterbauch ist immer noch gut gespannt. Denk daran, dein Zentrum aktiv behalten. Tu deine Lendenwirbelsäule stabilisieren, verlängern. Und kommst noch zwei letzte Mal ausatmen hoch, einatmen zurück. Ausatmen hoch, einatmen zurück. Gut. Kannst langsam deine Hände und deine Füße auf der Matte ablegen. Kannst deinen Unterbauch lösen. Nimmst deine Hände unter deine Schultern. Und der Stoß ist dich langsam hoch. Kommst du noch einmal zurück in eine Kindesposition. Dich langsam Wirbel für Wirbel hochrollen. Kannst du deine Füße über die Seite nach vorne nehmen. Du musst auf der Matte ein bisschen vorne rutschen. So, dass hinter dir noch genug Platz hast, zum Abrollen. Gut. Nimmst deine Arme nach vorne ausgestreckt, auf Schulterhöhe. Du musst dich aufrichten im Becken. Wir machen zur Vorbereitung nur ein leichtes Zurückkippen von deinem Becken mit der Ausatmung. Einatmen tust du halten und mit der nächsten Ausatmung ziehst du dich langsam wieder hoch. Einatmen, ausatmen. Kommst rein, zurückkippen. Deine tiefe Bauchmuskulatur wird dich gut stabilisieren. Schambein und Bauchnabel sind angeknöchert. Ziehst dich langsam wieder hoch, aufrecht im Becken. Kommst tief, gut stabilisieren. Halte zur Einatmung. Mit der Ausatmung kommst du wieder hoch. Noch ein letztes Mal. Und beim nächsten Mal darfst du deine Bewegung weiterlaufen. Du darfst noch einmal halten, einatmen. Hinter deinen Sitzbeinhöcker und mit der nächsten Ausatmung kommst du langsam Wirbel für Wirbel tief und kommst mit den Armen über den Kopf. Kannst deine Arme über die Seite zurückführen, kannst deine Beine aufstellen und dann kommst du gerade in eine Tabletop-Position, das heisst, du hast 90 Grad in deiner Hüfte, 90 Grad in deinen Kneipen. Nimmst deine Hand an den Hinterkopf. Kannst das Gewicht vom Kopf gut in deine Hand abgeben. Du hast noch einmal gut zur Vorbereitung. Deinen Unterbauch spannen. Lendenwirbelsäule stabilisieren. Und wir kommen mit der nächsten Ausatmung hoch in ein Curl-Up. Gerade die Bauchmuskulatur wird aktiv. Mit der Einatmung kannst du dich wieder senken. Ausatmen, kommst hoch. Einatmen, du musst wieder senken. Ausatmen, kommst hoch. Einatmen, senken. Die einfachere Variante ist, wenn du die Beine abstellen, hoch kommst, einatmen, senken und Bewegung genau gleich mit deinem Oberkörper ausführen.
Und wenn du gut machst, dann nimmst du deine Beine hoch in die Tabletop-Position. Hoch. Einatmen, senken. Deine Ellbogen du schön breit und offen behalten. So, dass die Kraft aus deiner Bauchmuskulatur kommt. Deine Hände einzig deinen Nacken stützen, deinen Kopf unterstützen. Und wenn du das nächste Mal hoch bist, in einem Curl-Up, dann rotierst du mit der nächsten Ausatmung auf die eine Seite, kommst zurück in die Mitte. Ausatmen, kommst auf die andere Seite, einatmen zurück in die Mitte und kommst wieder tief. Und schon ist hoch mit der Ausatmung. Halten. Kommst in die Rotation mit der nächsten Ausatmung, kommst zurück in die Mitte. Ausatmen, wechseln. Einatmen, kommst zurück. Und du musst wieder senken. Und noch eine ist hoch. Rotation. Kommst zurück in die Mitte. Rotation auf die Gegenseite. Kommst zurück in die Mitte. Senken. Auch da, die einfachere Variante. Behalte die Beine tief, die Füße kannst du aufstellen. Kommst in die Rotation. Zurück in die Mitte. Rotierst auf die Gegenseite. Zurück in die Mitte. Und noch eins letztes Mal. Da haben wir die Aktivierung von der schrägen Bauchmuskulatur dabei. Will ich drehen. Gut. Kommst zurück in die Mitte. Kannst die Arme gerade an deinem Hinterkopf behalten. Und kommst mit der nächsten Ausatmung in ein Pelvic Curl. Das heisst, du tust dein Becken langsam zurückkippen. Ich zeige es kurz vor. Kommst in eine Zurückkippung von deinem Becken. Und dann lässt die Bewegung langsam weiterlaufen und durch Wirbel für Wirbel hoch rollen, bis nur noch das Gewicht unter deinen Schulterblättern hast. Du musst da gut einatmen, spürst ständig über deine Bauchmuskulatur, über deine Hüftbeuger und mit der nächsten Ausatmung durch von der Brustwirbelsäule wieder langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Stell dir vor, deine Wirbelsäule ist wie eine Perlenkette, die würdest Perle für Perle zurück auf den Boden legen. Das Zentrum ist maximal aktiv. Erst ganz am Schluss tust du dein Becken wieder lösen und neutral positionieren. Einatmen zur Vorbereitung mit der Ausatmung. Kommst zurück. Kommst langsam. Wirbel für Wirbel hoch. In die Schulterbrücke, ins Pelvic Curl. Tust einatmen. Spürst ständig über deine Hüftbeuger, über deine gerade Bauchmuskulatur. Und kommst langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück auf den Boden. Becken zurückgehalten und erst ganz am Schluss kommt dein Becken in die neutrale Position. Einatmen zur Vorbereitung mit der Ausatmung. Becken zurückkippen. Langsam Wirbel für Wirbel hochrollen. Kommst in die Schulterbrücke. Einatmen. Behalten. Und mit der Ausatmung gehst du langsam wieder Perle für Perle deine Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel, von der Brustwirbelsäule über die Lendenwirbelsäule und ganz am Schluss über das Becken abrollen. Noch ein letztes Mal. Ich atme zur Vorbereitung. Mit der Ausatmung kommst du langsam hoch. Ich atme halten und kommst langsam mit der Ausatmung. Wieder Wirbel für Wirbel tief. Cool. Wenn du unten bist, kannst du deine Arme vom Kopf lösen. Nimmst eine bequeme Position ein, in der Rückenlage. Kommst in eine Erholungsposition. Und du hast deine Augen noch einmal für einen Moment schliessen. Du lässt deinen Unterbauch lösen. Lass deinen Atem fliessen. Kannst tief in deinen Bauch schnaufen, kannst einatmen. Da spürst, wie sich die Bauchdecke hebt. Und wie sie sich mit der Ausatmung wieder senken. Du kannst einatmen, gut und tief in deinen Bauch und mit der Ausatmung
Lass deinen ganzen Körper schwer werden. Gib das Gewicht von deinem Körper in den Boden ab. Lass deine Schultern öffnen. Gib das Gewicht von deinem Becken ab. Lass deine Knie weich werden. Und lass deine Fersen in den Boden einsinken. Du hast noch 3-4 weitere Mal tief atmen. Jeder Ausatmung. Lass dich noch ein bisschen schwerer werden. Kannst langsam deine Augen wieder öffnen. Kannst deine Füße noch einmal aufstellen. Respektive nimmst du gerade Knie zu deiner Brust, nimmst deine Hände hinten an deine Kniekehle, du hast noch einmal ein Spannung aufbauen, du hast einatmen mit der Ausatmung, bringst die Knie Richtung Brustbein und dann ziehst dich an deinen Beinen hoch, so dass du in einen Sitz kommst. Du kannst in den Niedersitz kommen. Du hast mit der Einatmung noch einmal die Arme über den Kopf nehmen, mit der Ausatmung über die Seite senken, einatmen. Kommst noch einmal über den Kopf, ausatmen, kommst über die Seite zurück. Noch ein letztes Mal. Sehr gut. Schön, hast du mitgemacht bei der Pilates-Lektion von heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und besonders freue ich mich, wenn wir euch, liebe Kunden und liebe Pilates-Teilnehmerinnen, hoffentlich so bald wie möglich wieder bei uns persönlich dürfen, da bei uns im Studio haben.